Yo, willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. In dem letzten Part hatten wir den Arenaleiter Falk besiegt und in diesem Part werden wir uns weitermachen nach Azalea City, denn dort soll sich anscheinend der nächste Arenaleiter befinden und den möchten wir kloppen, ne? So, zuerst mal möchte ich mal mal sagen, dass ich den X-Gamer wieder mal gefangen habe und ihn auf Level 10 trainiert habe. Und hatte den wieder mal offscreen gefangen und hab den auch auf Level 10 jetzt trainiert. Dann hier auf diesem wilden Gras hier, den ihr gerade hier bestaunen könnt, ja genau hier. Hier kommen sehr viele Knofensas und mit dem ist es sehr leicht, dann hier viele Erfahrungspunkte zu sammeln. Was ich auch dementsprechend gemacht habe und ich habe ihn dann auf Level 10 trainiert. So viel mal dazu und hier auf diesem Gras hier können wir ein weiteres Teammitglied einfangen und das werden wir jetzt tun. Hier kann man an sich sehr vieles bekommen und wir bekommen ein Knofenser. Gar nicht mal so schlecht. Ich hatte an sich gehofft, dass hier dieses hier oder das andere kommt. Wer ist das andere jetzt? Ich habe es vergessen. Das hier oder Voltilam. Denn Voltilam ist ein sehr gutes Elektro-Pokémon, das wir vielleicht später gut gebrauchen könnten. Aber ich finde, Knofenser brauche ich im Moment mehr. Denn jetzt, wo wir uns hinbegeben werden, werden sehr viele, ich weiß nicht, ob ich dieses hier überhaupt verletzen kann, Mann. Ich probiere es mal einfach mal so. Ich möchte es nicht gerne riskieren, ganz ehrlich. 1, 2, 3. Oh yeah, Bitches, sehr gut. Also ich hatte Angst, den hier anzugreifen, denn ich brauche den unbedingt in meinem Team. Dann, wo wir uns jetzt hinbegeben, werden sehr viele Gestein-Pokémon auf uns zukommen. Und wir haben gar nichts gegen Gestein-Pokémon. Also, ja. So, ich nenne den mal, wie soll ich den nennen? Keine Ahnung, fällt mir gerade nichts ein. Er sieht irgendwie sehr beschissen aus. Ich muss ihm einen beschissenen Namen geben. Knofenser, Knopf. Kann ich den Knoppers nennen? Ich nenne den Knoppers. Knoppers. Knoppers! Es ist 10 Uhr morgens in Deutschland und wir sind... Ach ne, komm, der wird irgendwie nicht... Egal, draufgeschissen. So, was gibt's hier? Alfruinen, Ausgang. So, die können wir uns mal kurz angucken, aber dazu können wir ja später kommen. Warte. Was gibt's bei dir? Oh, du untersuchst die Ruinen. Aus dir wird bestimmt mal ein guter Wissenschaftler. Das kannst du doch gar nicht behaupten. Und ich habe die Ruinen nicht mal gesehen. Was läuft mit dir, alter Mann? Auf den Steintafeln sind Zeichnungen. Ich habe versucht, sie ein bisschen zu bewegen, aber ich habe immer noch keine Ahnung, zu was sie gut sind. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, die Alfruinen hier zu erforschen, zumal in einer Nuzlocke-Challenge, denn das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich werde vielleicht später noch drauf zukommen, denn im Moment sehe ich gar keinen Grund dazu, denn es bewirkt an sich nichts. Also ich kann gerade hier nichts machen und es würde sich an sich auch gar nicht lohnen, denn man bekommt einfach nichts da, also... Man bekommt vielleicht ein paar Inkognitos zu bewundern, aber ansonsten gibt es da auch nichts. Und hier gibt es wieder dieses Ding hier. Ich sollte eventuell meine Pokés aufheilen. Aber ich denke, das ist gerade nicht nötig. Denn hier werden jetzt sehr viele Trainer kommen. Und sie werden nicht sofort Dings haben. Also Stein-Pokémon, Gestein-Pokémon. Möchtet ihr kämpfen? Warte, warum ihn alle? Du hast einige gute Pokémon dabei. Sind sie bestimmt deshalb so gut, weil du sie in Viola City so hart trainiert hast? Die Pokémon-Arena war sicher ganz besonders gutes Training für sie. Hier, das ist für dich als kleines Andenken an Viola City. Aha, sehr schön. Wundersaat erhalten. Ach, geil. Nicht übel. Ja, Wundersaat können wir gleich mal dem Knofenser geben, denn dadurch werden sich seine Attacken verstärken. Oh yeah. So, friss. Ach ja, ich habe es ja gar nicht verletzt. Ey, cool, dann muss ich das doch nicht aufhalten, ne? Seht ihr, ich bin so ein Boss, ey. So, gehen wir mal hier durch. Und hier muss natürlich ein Pokémon auftauchen. Ach ja, vielleicht zu dem Problem, das ich hier irgendwie hatte, ne? Ich habe es irgendwie behoben. Und ich kann euch genau sagen, wie. Ich habe nämlich gar nichts gemacht. Nicht das Geringste. Das Einzige vielleicht, was ich doch gemacht habe, ist, ich habe den Cheat deaktiviert.
der das Spiel an sich ja zum Laufen bringen soll, kann man dazu sagen, ja. Also der Cheat, der eigentlich das Aufhängen beheben soll, hat das Spiel an sich aufgehängt. Versteht ihr? Also ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall hat es irgendwie geklappt, indem ich das dann deaktiviert habe. Und seitdem ist geht das Spiel sehr gut und ich kann auch wieder speichern, was an sich sehr schön ist. Und ich werde jetzt alle, so keine Ahnung, alle 10 Minuten bei der Aufnahme so speichern, denn man weiß nie, ob es dann ja doch irgendwann mal einstürzen wird. Und das wäre dann auch gar nicht so schön, ne? Denn ich musste dann wieder alles von vorne machen. Aber wenigstens kann ich jetzt überall speichern. Das ist schon mal ein Vorteil, denn ja. Also dann ist es auch an sich egal, ob ich den... ob ich das irgendwie auch verkacke, ob es jetzt irgendwo hängen bleibt, denn ich bin nicht so weit zurück. Auch wenn das jetzt geschehen würde, das wäre jetzt nicht so schlimm. Kann man schnell nachholen und, ja. An sich easy going. So, du bist stark, bla bla. Okay, was gibt es hier? Habe ich Zerschneider schon bekommen? Ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht. Ach nee, das bekommt man sehr spät. Nicht gerade sehr spät, aber schon spät. Ach ja, ich hatte ja Uruort im letzten Part bekommen. Das werde ich gleich mal meinem Habitak beibringen, also X-Gamer. Denn, Uruort heilt die KP eines Pokémon um die Hälfte, wenn ich mich nicht irre, warte. Anwender landet und ruht sich aus. KP des Anwenders werden mit 50% aufgefüllt. Sehr gut. Ich werde mal, ich weiß jetzt nicht, das hier ist gut, das hier ist auch gut, aber ich werde, glaube ich, Heuler wegmachen. So, Ruhrort ist eine sehr gute Attacke, zumal, da wir hier in der Nuzlocke sind, werde ich bestimmt sehr gut gebrauchen können. Und, ja, hier gibt es noch einige Items. Und hier werden jetzt sehr viele Trainer folgen, Leute, das kann ich euch gleich sagen, ja. Und, ja. Ich habe ja 5 Schutzes gekauft. Ach ja, nachdem ich den Arena-Leiter besiegt habe, sind in dem Shop neue Sachen aufgetaucht, was mir vorhin aufgefallen ist, als ich einkaufen war. Und ich habe mir dann spaßeshalber 5 Schutzes gekauft. Und ja, kann man immer gut gebrauchen, denn ich hasse wilde Kämpfe, falls ihr mich kennt. Und ich werde das des Öfteren in diesem Let's Play benutzen. Denn ich hasse sie einfach. Wilde Kämpfe sacken und stören das Ganze und... Naja. Ich werde es halt nur gebrauchen, wenn wir halt eine neue Route betreten und so. Denn da kann ich mir ja ein neues Mitglied fangen und das werde ich immer ausnutzen, dann ist eine gute Sache, ne? Hat übrigens mein Knopfwenser eine Dingsattacke? Nein, ich gebe dir nicht meine Nummer. Hör auf mich zu belästigen, Frau. Geh bitte sterben. Ich möchte nicht dein Freund werden. Zwing mich doch nicht. So, hat Knopfwenser jetzt eine Pflanzenattacke oder nicht? Knopfwenser? Rankenieb, sehr schön, traumhaft. Ich werde ihm aber gleich noch... soll ich ihm Blitz beibringen? Ich meine... Ne, es wird jetzt nicht gerade unbedingt mein Sklaven-Pokémon, deshalb werde ich es mal nicht machen, ne? Es hat zwar gerade nur eine Attacke, aber ich denke, das wird sich irgendwann mal demnächst bestimmt ändern, ne? So, hier werden jetzt sehr viele Pokémon auf mich, also Trainer auf mich zukommen, die gar nicht so stark sind. Ich sollte jetzt dann lieber etwas mit meinem Dings trainieren, also meinen X-Gamer. Denn den möchte ich auch einigermaßen trainiert haben, ne? Denn der ist nicht schlecht und der entwickelt sich auch sehr früh auf Level 20. Das heißt, ja, dann haben wir schon ein voll entwickeltes Pokémon auf unserer Seite, was ja an sich auch gar nicht mal so schlecht wäre. Und ja, zudem noch ein Flug-Pokémon und das kann ja nicht schlecht sein, ne? Ich hätte mir eher ein Taubsi gewünscht, aber Habitak ist doch auch eine gute Ersatzbefriedigung, sage ich mal so. Das klingt sehr, ja, sehr pervers, ne? Aber ich bin pervers, deshalb, ja. Kugelsaat. Das könnte ich auch meinem Knuffenser beibringen. Aber ich denke, Rankenieb tut es auch, ne? So, ich werde mal hier dann zu Dings wechseln, zu X-Gamer. Und hoffen, dass der mal was hier reißen kann, ne? So, komm her. Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. You don't say. Ja. In diesem Gras hier konnte man außerdem dieses hier begegnen. Also dieses Felino, das ihr gerade gut sehen könnt. Aber nur nachts. Nachts, glaube ich, zu 20% oder 30%. Ich glaube, zu 30, ne? Also an sich hatte ich wirklich vor, dieses hier oder das Knopfwenser zu fangen. Denn ich bräuchte unbedingt ein Pflanzen-Wasser-Pokémon. Um mich einfach durch diese Höhle, wo wir uns gerade... Also...
hinbegeben werden, um da durchschreiten zu können, denn ich hab nix gegen Pokémon-Dings, Boden-Pokémon. Und das wäre dann sehr, sehr schlecht für mich ausgefallen und deshalb habe ich dann, ja, wollte ich unbedingt eins fangen und Knuffenser kam sehr gut, sagen wir es mal so, ne? Voltilam ist, wäre auch geil zu haben, aber nicht gerade zu gebrauchen an dieser Stelle im Spiel, ne? Deshalb wäre das jetzt auch nicht so nützlich. So, hier gibt es noch sehr viele Angler und die werden wir auch beefen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das sehr gut ist, mit dem hier zu kämpfen. Warte, wann bekommt er einen Level Up? Demnächst, ne? Okay, ich werde dennoch hier zu Knoppers wechseln. Ey, ist das ein geiler Name? Knoppers, ey, wie komme ich auf so einen Scheiß, ey? Aber es klingt sehr geil, ne? Komm, es klingt geil. Knoppers, das Pflanzen-Pokémon. Des Pflanzentrios, was auch immer. So. Natürlich habe ich das schlechtes Deutsch vorhin. Ich habe das eiskalt ausgenutzt und ja, bekomme hier natürlich jetzt sehr viele Erfahrungspunkte, weil hier nur noch also diese Angler hier besitzen nur Wasser-Pokémon und ich werde sie eiskalt mit meinem Rankenhieb töten und Erfahrungspunkte sammeln, so wie es sich gehört. Und Wachstum mal sehr gut, sehr gut. Fast 2 Level bekommen, das ist eine gute Sache. Dagegen habe ich natürlich nichts. Nassmacher kann uns nichts anrichten, ist natürlich sehr blöd. Aber gut für uns. So, einen weiteren. Damit Blubber kommst du nicht weit voran, ne? Damit kommst du nicht weit voran, Mann. Und sehr gut, tot. So, Level 8. Sehr gut. Ach, Level... Alter, ist das geil. Geht ja noch geiler voran, als ich dachte, ey. Und hier gibt's sofort noch einen, komm. Ich denke, der hier hat Carpados drauf. Es muss ein Carpador-Trainer hier in der Nähe sein. Seht ihr? Sag ich doch. Okay, ich werde den hier töten. Ich werde sie alle töten. Aber ich denke, ich werde hier zu Dings wechseln. X-Gamer, um dem, ich möchte dem schon ein Level jetzt verleihen, denn der wird demnächst gar nicht kämpfen. Überhaupt nicht mehr. Dann, ja, wie schon gesagt, in der nächsten Höhle, wo wir uns begeben werden, werden sehr viele, ich glaube ausschließlich nur Gestein- und Boden-Pokémon auf uns zukommen. Und, zuerst mal Ruheort einsetzen, denn ich denke, das hier wird etwas knapp. Oh, natürlich, der bekommt einen Volltreffer, das ist ein Traum, geil. Ich mach mal Furienschlag und erhoffe mir mal was Gutes. 1. Okay, das wird nicht gut laufen. Platscher, sehr gut. Komm. Warum verletzt er so wenig, Mann? Nur weil er Level 15 ist. Komm, gib Erfahrungspunkte. Und dann bekomme ich so einen Scheiß dafür, das gibt's nicht, ne? Das war sein stärkstes Carpador und ich bekomme so einen Mist. Das ist natürlich ein Traum, ne? Dennoch hatte ich sehr viel Glück, dass der Typ mich nicht getötet hat mit seinem Volltreffer, denn wie ihr gesehen habt, habe ich mit 4 KP überlebt, ne? Und ja. Also meine Entscheidung vorhin war sehr gut, dass ich meinem X-Gamer Ruhrort beigebracht habe. Ich denke, das war taktisch gesehen sehr, sehr geil, ja? Kann man schon so von sich behaupten, ne? Ich klinge jetzt so wie ein schwuler Franzose, aber ja, passt in der Situation sehr, sehr gut. So, das hier sollte der letzte sein, den wir prügeln wir mit Knoppers, denn ich habe irgendwie keinen Bock mit X-Gamer zu kämpfen. Denn der bringt es gerade überhaupt nicht. Und ja, weil Baumhals und deshalb, ja, keine Ahnung. So. Ich habe so gerade so ein gutes Gefühl bei der Nuzlocke, ne? Also im Moment läuft es gut. Ich meine, am Anfang so war ich etwas skeptisch, denn ich hatte irgendwie sehr Pech mit den wilden Kämpfen irgendwie. Voll die scheißen Pokémon und so. Aber jetzt, Knoppers verloren, Knoppers einfach mal verloren, so. Knoppers verloren. Was habe ich gerade gesagt und warum?
Das habe ich jetzt nicht gebracht, ne? Tja, da seid ihr schon Zeuge eines sehr... ja... eines sehr traurigen Moments. Verdammt! Okay, ich muss mir das auf der Aufnahme definitiv angucken. Ich habe jetzt nicht aufgepasst und ich weiß auch nicht, wie er mich getötet hat. God damn! Ich habe nur gesehen, dass es ein Volltreffer war. Verdammte Volltreffer, Mann! Geh sterben! Was gibt's? Juhu, es ist Freitag. Ich bin Frieda von Freitag. Schön, dich kennenzulernen. Hier einmal Giftstich für dich. Ey, Alter, guckst du, ey. Fuck! Mann! Ey, das kann kein Zufall sein. Ich wollte gerade sagen, es läuft gerade sehr, sehr gut für mich in der Nuzlocke. Und dann genau an dem Moment stirbt mein Dings. Das ist schon fast ein Traum. Ey, das kann's nicht geben, oder? Und wie soll ich jetzt bitteschön durch diese verkackte Höhle durchkommen, ohne ein Pokémon, das irgendwie diese verkackten Bodengestein-Pokémon töten kann? God damn! Was? Nein, es soll mich nicht begleiten. Es muss leider jetzt freigelassen werden. So wie es die Regeln es erfordern. Was? Wo ist der Kack? Ich denke hier. Und dabei lief es so gut. Dabei lief es doch so geil. Ich bin gerade voll angekotzt und angekotzt, angepisst eher. Naja, drauf geschissen. So, ich mache nur noch den Kampf und dann war's das. Ich hab grad. Nee. Nee, das war zu viel des Guten. So viel zu meiner Euphorie am Anfang und in der Mitte und ja, keine Ahnung, an sich einfach. Mann, das wird jetzt sehr kacke. Ich hab nix gegen Gestein-Pokémon in der Hand. God damn. Einheitstunnel. Sehr schön. Ja, Leute. Ja, was soll ich sagen? Nicht viel. Wir befinden uns jetzt vor dem Einheitstunnel. Und wie sieht's hier aus? Bestimmt nicht so geil. Naja, ich hoffe mal, dass ich im nächsten Part hier irgendein Pokémon fangen kann. Sowas wie ein Zubat oder etwas, das mir irgendwie helfen kann. Irgendwie mich hier durchzukämpfen. Ich hab nämlich gar nichts. Das wird so... böse. Das gibt's nicht. Naja, Leute, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wenn euch dieser Part irgendwie gefallen haben sollte, ich weiß auch gar nicht warum, denn mein Knopfhänder ist gestorben. Mein Knoppers! Ich hatte es gerade so in mein Herz geschlossen und dann sowas. Verdammt! Ja, wenn ja, dann gebt dieses Video einen Daumen nach oben und außerdem, falls ihr den nächsten Part sehen wollt, solltet ihr das unbedingt, also dann solltet ihr das Video auch liken, ne? Also das, ihr versteht schon, also das, was ich im letzten Part gesagt habe, gilt noch, denn das scheint sehr gut zu laufen und ich werde noch eine Zeit damit weitermachen und gucken, wie sich das Ganze machen wird. Im nächsten Part werde ich noch mehr dazu sagen, denn ich bin jetzt nicht dazu gekommen, da ich einfach sehr krass am Labern war und so viel mal dazu. Auf jeden Fall, Leute, sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Bladius.